Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich im Wald und habe eine Supermoto, was eigentlich nicht zusammenpasst. Aber heute war schönes Wetter und wir waren sowieso unterwegs und ich habe hier diese zwei Baumstämme liegen sehen. Und ich dachte, das wäre doch die perfekte Gelegenheit, um euch ein How-to über ein Hindernis drüber fahren. Keine Ahnung, ich weiß, da gibt es nicht so einen richtig coolen Namen. Bin mal gespannt, was ich mir einfallen habe lassen für ins Thumbnail rein. Aber ja, im Endeffekt geht es einfach nur drum. Gescheit, vernünftig, mit der richtigen Technik, mit dem Motorrad über ein Hindernis zu kommen. In dem Fall ist es relativ egal, ob ihr jetzt eine Enduro, eine Supermoto, ein Motocross-Motorrad habt. Spielt alles keine Rolle. Mit der Technik funktioniert es mit jedem Motorrad, über jedes Hindernis. Und ja, viel Spaß, fangen wir an. So, die wichtigsten Sachen erstmal dafür sind, ist, dass ihr ein bisschen Gleichgewicht habt, also dass ihr mal relativ langsam im Stehen geradeaus fahren könnt. Und dass ihr ein bisschen Gefühl für Bremse und Kupplung schon habt, also ein paar Mal, falls ihr jetzt ganz neu seid, ein paar Mal anfahren üben, ein paar Mal bremsen üben, dass man einfach ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Der erste Schritt von dem Ganzen wird sein, dass ihr einfach langsam auf den Baumstamm oder auf einen Stein oder was auch immer für ein Hindernis, Baumstämme bieten sich halt relativ an für einen Anfang zu üben, weil die keine Kante haben, das heißt, ihr werdet nicht euren Unterboden oder sowas kaputt machen, weil ja, selbst wenn ihr da mit einem blanken Rahmen aufsetzt, passiert da eigentlich nichts. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Betonkante habt oder so, dann hat es da vielleicht ein bisschen mehr Konsequenzen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr langsam hinrollt und dann der Schritt 1 ist, mit der Bremse ein bisschen das Vorderrad eintauchen lassen. Wie beim Wheelie auch schon, das hilft. Einfach, dass ihr euer Fahrwerk nutzt, dass euer Fahrwerk euch hilft, euer Vorderrad in die Höhe zu bekommen. Deswegen ist es jetzt ganz cool, euch zu zeigen, weil ich jetzt mit einer Supermoto im Wald bin, auf unbefestigtem Untergrund. Das heißt, wenn ihr da jetzt einfach nur stumpf Gas gebt, wird euer Hinterrad durchdrehen und ihr werdet euer Vorderrad nicht gescheit anheben können. Wenn ihr aber mit der Bremse das Vorderrad oder die Gabel vorne ein bisschen komprimiert, dann wird die von alleine wieder ausfedern wollen und das wird euch dann helfen, das Vorderrad hochzulüpfen und ihr müsst nicht so viel Gas geben, das Hinterrad rutscht nicht durch und alles ist viel einfacher. Ich mache das mal einmal vor. Eigentlich das gleiche wie im Wheelie auch schon. Einfach nur fahren und die Gabel vorne komprimieren. Ihr seht auf der Kamera, was ich mache. Und dann, das ist der, sagen wir mal, Schritt 1.1. Schritt 1.2 ist dann auch gleich das Vorderrad anzulüpfen. Da wollt ihr jetzt, das wollt ihr im Stehen machen, ja, also im Stehen hinfahren, Vorderrad komprimieren und anlüpfen. Komprimieren und anlüpfen. Komprimieren und anlüpfen. Das könnt ihr gerade auf der Ebene ein bisschen machen. Ihr seht, mein Hinterrad dreht nur ein bisschen durch. Braucht auch gar nicht viel Gas. Ist einfach nur das richtige Zusammenspiel aus Gas, Bremse und Kupplung und Körper. Oh. Wendekreis wie ein LKW, die Karre. So. Einfach nur Vorderrad anheben. Vorderrad anheben. Vorderrad anheben. Und bevor ihr das nicht safe, zuverlässig könnt, macht es meiner Meinung nach auch nicht wirklich Sinn, irgendwelche Hindernisse zu versuchen, weil dann fahrt ihr halt einfach nur so ein bisschen auf gut Glück rein und macht es nicht technisch richtig. Schritt 2, ihr nehmt euer Hindernis und fahrt dann darauf zu, so wie eben gelernt, und ihr wollt einfach nur euer Vorderrad platzieren. Ja? Ihr wollt einfach erstmal nur euer Vorderrad draufheben. So, platziert. Ja? Macht gleich nochmal. Machen wir Slow Motion. So, noch einmal in Slow Motion, dass ihr genau seht, was ich mache. Hinfahren, bremsen, kontrollieren, hoch, drauf. Das ist alles. Das ist der Schritt 2. Ihr könnt dann natürlich, wenn ihr euer Vorderrad schon schön drauf platziert, könnt ihr natürlich auch gleich drüber fahren. Das Wichtige bei Hindernissen ist immer, ich meine jetzt bei so einem kleinen Baumstamm wie hier, ist das Lustige, dass man ja eigentlich drüber fahren kann, ohne irgendwas zu machen, also man kann einfach nur drüber fahren und das Motorrad handelt alles. Aber es ist halt immer cool, an sowas zu üben, das da halt technisch schon richtig zu machen, weil wenn dann mal irgendwas Größeres kommt, wo man nicht mehr einfach drüber fahren kann, dann kann man es halt gleich richtig, ja. Also dann ist es halt super, das hier zu lernen. Wenn ihr euch gleich eine große Stufe aussucht, werdet ihr halt vielleicht irgendwie die ganze Zeit im Unterboden dagegen fahren oder vielleicht auf die Schnauze fliegen oder so. Das wollen wir ja alles nicht. Deswegen sucht euch irgendwas Kleines, wo ihr eigentlich schon safe drüber fahren könnt vielleicht. Falls ihr noch nie über irgendwas drüber gefahren seid, sucht euch einfach irgendwas in der Größe, was ihr euch zutraut. Da kann man, da denke ich mal, kann man sich selber eigentlich ganz gut einschätzen. Aber fangt auf jeden Fall mit was Leichtem an. Weil wenn ihr es da drauf habt, dann könnt ihr es immer weiter bei größeren Sachen versuchen.
Und dann, sobald ihr euer Vorderrad platziert habt, kommen wir zu Schritt 3. Und der Schritt 3 ist eigentlich der wichtigste bei dem Ganzen. Bei jetzt so kleinen Sachen nicht, aber je höher die Stufen oder die Hindernisse werden, desto wichtiger wird es. Das ist der zweite Gasstoß. Der zweite Gasstoß, den müsst ihr angepasst haben an eure oder an die Höhe von der Stufe. Ja, jetzt zum Beispiel hier ist es scheißegal, das ist so klein, da kann ich einfach nur drüber rollen. Das reicht, wenn ich einfach nur einen normalen Gasstoß gebe, einfach nur, dass mein Vorderrad ein bisschen in die Luft geht, dass ich im Unterboden nicht auf den Baumstämmen hängen bleibe. Wenn das jetzt zum Beispiel eine hohe Stufe ist, ja, jetzt keine Ahnung, vielleicht so ein Meter oder so, dann muss der zweite Gasstoß wahnsinnig kräftig sein, weil ich der zweite Gasstoß macht, dass das komplette Motorrad von unten bis ganz nach oben kommt. Euer erster Gasstoß, das Vorderrad dran zu heben, bleibt immer nur dieses kleine dranheben. Das wird nie, darf nie kräftiger sein wie das, weil sonst wird es mega schwer, das Timing alles anzupassen. Ich werde es euch einmal vormachen. Ich versuche den Ton gut aufs Video drauf zu kriegen, dass ihr hört, wie viel Gas ich gebe. Ich meine, jetzt hier müsst ihr auch dran denken, das ist ein 150er, ne? Also wenn ihr jetzt einen 300er fährt, müsst ihr die nicht so hochdrehen lassen. Das hört sich hier immer relativ kräftig an, was man da so macht. Aber ja, mit einer 300er ist sowas bei so einem kleinen Hindernis eher im Standgas. So. Wir kommen hin. Wieder Schritt 1 und 2 beachten. Hoch. Weiter Gasstoß und rüber. Ja? Habt ihr es gehört? Ich habe jetzt selbst mit der 150er muss ich jetzt nicht großartig viel Gas geben und komme schon gut rüber. Hier das Coole ist bei dem Baumstamm jetzt, man kann zum Beispiel auch gerade wieder zurück das wieder richtig machen. Hoch. Ihr seht, der zweite Gasstoß hilft mir halt, dass ich einfach das Vorderrad noch mal ein bisschen in die Luft geht, dass es dann nicht eben aufsitzt. Ne? Sonst fühlt sich das halt immer mega unangenehm an. Bei der Enduro ist es so, dass ab einer gewissen Höhe habt ihr einfach nicht mehr die Zeit, richtig diese zwei Gasstöße zu machen. Dann ist es mehr so ein Gas. Und ihr macht einfach nur noch die Bewegung von den zwei Gasstößen, macht ihr mit der Kupplung. Also ihr lüpft trotzdem auch noch euer Vorderrad an und lässt dann die Kupplung raus, wenn ihr dagegen fahrt. Nur ist es dann halt mit einem Gas. Ich habe da einen guten Clip, wo ich mit der Supermoto eine Mauer hochgefahren bin. Da seht ihr das gut, das mache ich hier jetzt gerade mal rein. Da habt ihr ja gehört, dass ich einfach nur Vollgas gebe quasi. Und dann mache ich aber mit der Kupplung trotzdem noch so wow, wop. Und das ist trotzdem die gleiche Technik noch wie bei so einem kleinen Baumstamm. Beim Trail-Motorrad zum Beispiel kann man bis ganz, ganz, ganz hohe Stufen das wirklich mit so richtig zwei Gasstößen fahren. Aber versucht euch das einfach einzuprägen. Ey, beim Enduro-Fahren, jeden Baumstamm, den ihr seht, alles, jedes kleine Hindernischen, jedes kleine Steinchen, könnt ihr mit zwei Gasstößen euer Vorderrad dran setzen und einen zweiten Gasstoß rübergeben, dass ihr einfach dieses Gefühl habt. Ihr werdet es von ganz alleine merken, dass wenn ihr das richtig macht, dass ihr so einfach über Hindernisse drüber kommt. Weil so einen kleinen Baumstamm, wie ich jetzt da gefahren bin, da kann man natürlich einfach dagegen fahren und man kommt ohne Probleme drüber. Aber wenn man das technisch perfekt macht, dann denkt man so, wow, krass, wie einfach, wie easy ging das jetzt auf einmal gerade. Das ist richtig, da überrascht man sich dann irgendwie immer selber. Und das ist halt echt cool, wenn man das reinkriegt vom Timing, von der Übung und so, dass das einfach immer automatischer wird. Dann ist es total cool, wenn man dann auf einmal irgendwas Großes sieht und denkt, ey, das könnte ich vielleicht mal probieren. Und man macht es technisch und setzt es sauber um und fährt dann einfach direkt was Großes hoch. Das macht dann echt mega Bock beim Endurofahren. Und ich denke, das ist auch eine der wichtigsten Techniken beim Endurofahren. Gerade wenn man jetzt irgendwie durch den Wald fährt oder sonst irgendwo. Auch bei Rennen hilft es, wenn man irgendwie eine Stufe oder ein Hindernis noch nie gefahren ist, was ja einem mega oft passiert, dass man halt einfach sich selbst vertrauen kann, dass man diese Technik gut drauf hat. Und einfach über jedes Hindernis praktisch drüber fahren kann. Das ist egal. Es ist egal, scheißegal, was da liegt. Mit der Technik kommt man überall drüber. Ich hoffe, dass es euch was gebracht hat. Wie gesagt, üben, üben, üben. Das ist total, wenn man das immer übt und bei den ganzen kleinen Sachen übt und das einfach dann so routinemäßig wird. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur irgendwo drüber fahre, dann denke ich da nicht mehr bewusst dran, sondern das passiert einfach im Unterbewusstsein. Ich denke mal, das ist bei den ganzen anderen Profifahrern genauso. Und da könnt ihr genauso hinkommen. Das ist einfach nur immer von vornherein richtig zu machen und immer richtig zu lernen. Wenn ihr da mal einmal irgendwie
eine falsche Technik, sage ich jetzt mal, gelernt habe, dann ist es immer schwer, das dann nochmal nachträglich komplett neu zu ändern. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr das Ganze umsetzen könnt. Ich denke, das war eine der meistgefragtesten How-Tos. Und ja, ich hoffe, dass ihr es umsetzen könnt. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss.